Hi, und zwar geht es heute um den relativen Luftdruck. Wenn man den berechnen will, hat man einige kleine Probleme, und zwar, dass das ziemlich ungenau wird, weil die Temperatur in den verschiedenen Lufthöhen unterschiedlich ist. Dann muss man ja normalerweise müsste man die Erdrotation berücksichtigen, das Wetter berücksichtigen und die Zusammensetzung der Luft. Das machen wir aber so kompliziert alles gar nicht. Wir gehen einfach davon aus, dass die Temperatur, die Gravitationskraft und die Zusammensetzung der Luft konstant sind. Das sind jetzt mal die Voraussetzungen. Dann gehen wir von einem Anfangsdruck auf Meereshöhe, also den 1,0 1, 3, 2, 5 bar über normal 0 aus. Und dann gibt es da eine sogenannte barometrische Höhenformel, die da heißt, dass der Druck eine Funktion von der Höhe ist. Und zwar haben wir den Anfangswert P0 mal einer E-Funktion hoch minus der Höhe durch 7.990 Meter. So, und wenn wir jetzt in diese Funktion beispielsweise mal unsere Höhe, die jetzt beispielsweise aktuell bei 5.500 Metern liegt, einsetzen. Dann haben wir da den Druck abhängig von der Höhe ist gleich 1,01325 bar mal E hoch minus 5.500 Meter durch 7.990 Meter. Und dann kommen wir auf einen Wert von 0,509 bar, was in etwa der Hälfte entspricht von dem, was wir normalerweise für Luftdruck haben. Das heißt, bei 5.500 Metern ist gleich die Hälfte des Druckes über normal 0. So, ich hoffe mal, die Formel hier hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ja, ansonsten viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal.